Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Kreins, als Sie eben das Wort Erfolgsgeschichte aussprachen, dachte ich, okay, jetzt kommt das, was wir erwarten, irgendwas zur Koalitionskrise, vielleicht eine Regierungserklärung wäre vielleicht der falsche Mann gewesen, aber da habe ich gedacht, jetzt äußert man sich zu dem Thema, was hier die Stadt gerade bewegt. Sie meinten Erfolgsgeschichte in Bezug auf Radverkehr und haben dabei dann von Einzelfällen mit Problemen gesprochen. Die 8000 Meldungen, die der Senat eingesammelt hat, zu Gefahrenstellen im Berliner Radverkehr, finde ich, lassen von allem anderen aber nicht von einer Erfolgsgeschichte hier sprechen. Ich habe mich bis eben gefragt, mit welcher Haltung gehst du hier heute ans Pult? Da meldet eine Oppositionsfraktion Fahrradverkehr als ein sehr, sehr wichtiges Thema für Berlin zur aktuellen Stunde an. Und alle hier im Hause wissen, dass uns Grünen dieses Thema besonders wichtig ist. Alle wissen, dass Bündnis 90 Die Grünen mit Michael Kramer, mit Claudia Hämmerling für besseren Radverkehr seit vielen Jahrzehnten hier im Abgeordnetenhaus kämpfen. Um mehr Verkehrssicherheit, um eine bessere Radverkehrsinfrastruktur. Wissen Sie, ich habe mich sehr gefreut, als ich das Thema gesehen habe. Gerade nach dem super erfolgreichen letzten Sonntag mit der Fahrradsternfahrt mit 200.000 Teilnehmerinnen. Denn politisch haben wir es mit einem Senat zu tun, der eben immer nur die nächste Autobahn plant. Deswegen hat das Thema absolut seine Berechtigung. Beispielsweise klimapolitisch. Hier haben wir nicht den falschen Weg. Der Verkehr ist immerhin für ein Viertel aller CO2-Emissionen zuständig. Seit 1990 sind diese Emissionen enorm gestiegen, während sie im Industriebereich gesenkt wurden. Für die SPD mal zum Mitlesen, fürs Protokoll: 28% mehr beim Verkehr, 32% weniger in der Industrie. Das heißt, das, was wir in der Industrie klimapolitisch gewonnen haben, haben wir im Verkehr verspielt. Das wollen wir nicht hinnehmen. Warum ist das so? Warum, Herr Regierender Bürgermeister, warum fahren Sie eigentlich als Dienstwagen die fetteste CO2-Schleuder aller Ministerpräsidenten in Deutschland? Warum sieht man Sie nie auf einem Fahrrad? Das wäre mit Verlaub wichtig. Herr Wobereit, Sie könnten ein Vorbild sein. Und das ist gar nicht nur lustig, denn das Fahrrad ist in Berlin zwar in vielen Teilen anerkannt, aber es braucht weiter Unterstützung, denn in allen Bevölkerungsteilen ist das Fahrrad mitnichten anerkannt. Das Fahrrad ist das umweltfreundlichste Verkehrsmittel, das wissen wir. Und deswegen, Herr Wobereit, ist das eine Frage der Haltung. Ja. Olle Kamellen, Herr Wobereit, Olle Kamellen. Ich finde, ein Wahlkampfleiter ist das eine, BR und andere Sachen, dazu hätten Sie sich heute äußern können, tun Sie nicht. Da meldet also eine Oppositionsfraktion dieses wichtige Thema an und die Koalition greift natürlich dankbar zu. Um es frei herauszusagen, ich glaube nicht, dass es Ihnen von der Koalition um das Thema geht, dass Sie, Herr Wobereit, werte Kolleginnen von SPD und CDU, sich hier zur Koalitionskrise, zu Tempel und BR wegducken. Das ist verantwortungslos und das ist ziemlich peinlich. Und mit Verlaub, Herr Wobereit, so als Duckmäuser kenne ich Sie bislang eigentlich gar nicht und finde ich auch sehr schade. Die Stadt, aber auch das Parlament hat nämlich ein Recht zu erfahren, warum Ihnen irgendwer noch ein Wort auch zum Thema Fahrradverkehr glauben soll. Bei Ihnen passt doch nichts mehr zusammen. Ihre politische Mehrheit ist doch zu einer rechnerischen hier im Hause zusammengeschrumpft. Das spüren Sie auch, deswegen machen Sie so merkwürdige Vorschläge, die nicht Hand und Fuß haben. Glauben Sie denn ernsthaft, dass diese Ihre Koalitionskrise nichts mit den wichtigen Themen der Stadt zu tun hat? Glauben Sie nicht, dass, wenn nachher Senator Müller hier ans Pult tritt, um zum Thema Berliner Radverkehr zu sprechen, sich viele fragen werden, welches Gewicht hat denn das eigentlich noch, was der da sagt? Es sind ja lauter Bau-, Verkehrs- und Infrastrukturthemen, die die Stadt seit Jahren. Ja, hätte Herr Wobereit sich hingestellt und gesagt, das ist mein Mann, Tempelhof hat nichts mit Müller zu tun, dann hätten wir da Klarheit. So haben wir diese Klarheit nicht. Deswegen ist das eine offene Frage, Herr Wobereit. Es sind ja lauter Bau-, Verkehrs- und Infrastrukturthemen, die die Stadt seit Jahren bewegen. Diese Koalition ist als selbsternannte Infrastrukturkoalition gestartet. Wir haben das alle noch in den Ohren. Und inzwischen
S-Bahn-Ausschreibung verschleppt, Gestaltung von Tempelhof gegen die Wand gefahren, Chaos und Korruption am BER, aber auch die Straße am Hauptbahnhof die Straßenbahn am Hauptbahnhof bringen Sie nicht zum Ende. Das Thema freies WLAN in Berlin vertiefen wir mal an der Stelle lieber nicht. Und auch beim Radverkehr. Mit Ihrer Geschwindigkeit an dieser Frage haben wir in ca. 80 Jahren an allen Hauptverkehrsstraßen eine passable Radverkehrsanlage. Das ist alles sehr, sehr traurig, möchte ich Ihnen als Berliner sagen. Ich möchte mal in aller Deutlichkeit festhalten, SPD und CDU sind beim Thema Infrastruktur krachend gescheitert. Sie, Herr Wobereit, Herr Müller, wollen zur Tagesordnung übergehen. Das verstehe ich total. Eine solche Niederlage wie in Tempelhof schmerzt. Die Bevölkerung hat Ihnen immerhin gesagt, dann bleibt der Bagger eben in der Garage. Aber jetzt einfach weitermachen, das funktioniert doch nicht. Ich finde es sehr gut, wenn der Senat sich nun zum Thema Fahrradverkehr, zuwenden soll. Denn Berlin ist Fahrradstadt, so lautet ja zumindest der Titel der Aktuellen Stunde. Ja, der Fahrradverkehr in Berlin, der hat zugenommen. Das passiert aber leider trotz und nicht wegen der Senatspolitik. In der Rangliste der fahrradfreundlichsten Städte Deutschlands landete Berlin auf welchem Platz? Im ersten, im zweiten, im dritten, im fünften? Dem 24. Das ist nun weiß Gott alles, aber keine Erfolgsgeschichte. Gleichwohl sage ich, wir müssen natürlich diesen positiven Trend in der Stadt unterstützen. Im Verkehr geht es um Zeit. Alle wollen schnell von A nach B. Es geht um Stadtraum. Wie viel Platz bekommt der Fußverkehr, wie viel der Radverkehr, das Auto auf der Straße. Aber es geht insbesondere auch um Sicherheit. Als Bündnis 90 Die Grünen halten wir natürlich an der Vision Zero fest, Vision Zero. Das heißt keine Verkehrstoten mehr. Und ich glaube, das ist eigentlich auch Konsens hier im Hause. Und wir wissen, dass das ein schwer zu erreichendes Ziel ist. In 2 Wochen ist der Tag der Verkehrssicherheit. Da gilt es, einmal Bilanz zu ziehen. Im Verkehrssicherheitsprogramm wird festgestellt, dass die Fahrradfahreranzahl in Berlin rund 15% betragen, mit zunehmender Tendenz. Aber der Anteil bei Schwerverletzten und Todesopfern, der liegt bei über 30%. Und auch deswegen, Herr Kreins, Erfolgsgeschichte ist echt das falsche Wort. Selbst Senator Müller schreibt in seinem Verkehrssicherheitsbericht, dass das eine eher ernüchternde Zahl ist. Das finde ich sogar noch verharmlosend. Alle 2 Stunden verunglückt in Berlin ein Radfahrer. Das sind während der 8-Stunden-Plenum 4 Menschen. Das heißt, wir sind hier in der Pflicht, das Thema mit aller Kraft anzugehen. Dabei geht es um verstellte Radwege, es geht um rabiate Autofahrer. Herr Henkel, machen Sie eine Ansage an Ihre Verwaltung. Die Polizei sollte bei Autos auf Radwegen anhalten und das Problem angehen und nicht daran vorbeifahren. Wenn Sie das machen, dann können Sie auch mal gemeinsam mit Senator Müller eine Pressekonferenz machen, statt da die Gelegenheit auszulassen. Da geht es aber weiter um Verkehrserziehung, und zwar insbesondere in der Schule. Frau Scheres, Schüler ab 11 Jahren sind besonders gefährdet. Deswegen muss Verkehrserziehung auch in die Schulen. Es reicht nicht aus, das nur den Bezirken zu überlassen, denn da fehlen die finanziellen Ressourcen. Sie wissen vielleicht auch, Rot und Schwarz, SPD und CDU, haben eine Verkehrserziehungsschule in Mitte vor kurzem geschlossen. Das ist einfach der falsche Weg. Das bedeutet, Herr Müller, dass man die Kreuzung so umbaut, dass die Verkehrsteilnehmer sich gegenseitig sehen. Weil wer sich sieht, fährt sich nicht um. Das passiert aber viel zu wenig. Es ist dem Senat bewusst, dass die Anstrengungen intensiviert werden müssen, weil der Radverkehr steigt. Das haben Sie sogar so aufschreiben lassen, Herr Müller. Ein Mittel dazu ist die lückenlose Radverkehrsinfrastruktur. Ja, dann legen Sie doch mal los. Es hält Sie doch keiner aus, oder? Doch, einer. Senator Nussbaum, denn es geht um Geld. Leider ist er gerade nicht anwesend, schade. Ihm würde ich gerne zurufen, nicht bloß in Gasnetze Milliarden investieren mit ungewissen ökonomischen und ökologischen Auswirkungen, sondern eben auch in Sicherheit, ja, in Verkehrssicherheit. Sie können nicht hier eben mal 1 Milliarde durchwinken und dann in Sachen Fahrradverkehr Grabenkämpfe mit der Verkehrsverwaltung führen. Das ist falsch. Das ist nicht der richtige Weg. Herr Müller, Sie wissen uns in dieser Frage an Ihrer Seite. Das wollen wir ganz klar so sagen. Das wissen Sie auch. Und ich glaube, dass Sie auch wissen, dass wir nicht bloß in den haushalterischen Kämpfen da an Ihrer Seite stehen, sondern dass wir auch mit ganz konkreten Vorschlägen zum Thema Fahrradnetz
ist schon angeklungen, hier überlegen, wie man die Stadt künftig gestaltet. Es geht darum, Berlin hier radverkehrsfreundlicher zu machen. Da haben wir noch einen weiten Weg. Bislang ist der Fahrradverkehr in Berlin eine Graswurzelbewegung. Wir sollten politisches Engagement dazu bringen oder das politische Engagement dazu nutzen, den Fahrradverkehr hier in der Stadt so zu stärken, dass Berlin eine echte Fahrradstadt wird. Danke. Vielen Dank für die CDU-Fraktion.